Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Pokémon Heart Gold, alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Pokémon Heart Gold, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist der Remake von Pokémon Gold, die Edition ursprünglich aus dem Jahr 2001, hat dann ebenso wie die silberne Edition ihr Remake erhalten. Die silberne habe ich euch schon vorgestellt, aus Silber wurde Soul Silver und aus Gold wurde in diesem Fall dann Heart Gold. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier das Ganze für den Nintendo DS. Das legendäre Pokémon der goldenen Edition ist hier riesig drauf und zwar Ho-Oh. Auf der silbernen Variante war ja Lugia. The Pokémon Company lesen wir oben, Nintendo, Pokémon Golden Edition, Heart Gold. Nimm deine Pokémon überall hin mit Pokéwalker Zubehör im Lieferumfang enthalten. Der ist mit dabei, OSK 0, auf der Seite beschriftet, unten Infos und natürlich auch wieder einen Aufkleber. Hier haben wir noch den Inhalt, dann haben wir hier nochmal Nintendo DS. Hier nochmal der Pokéwalker abgebildet und auf der Rückseite lesen wir, was uns erwartet. Sei bereit für neue spannende Abenteuer, denn die legendären Pokémon sind erwacht. Erkunde die Johto-Region, sammle, trainiere und kämpfe Seite an Seite mit deinen Lieblings-Pokémon, erobere die Lüfte und erwecke legendäre Pokémon. So, also man kann sowohl mit dem Nintendo DS hier diesen Pokéwalker aktivieren oder eben auch von Nintendo DS zu Nintendo DS, je nachdem wie man möchte. So, dann haben wir hier die Basis-Pokémon und so sieht das dann aus. Barcode unten rechts. So, dann schauen wir mal rein. Lässt sich hier öffnen. Na, gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. So, das ist der Inhalt. Wir haben hier im Prinzip drei Sachen drinnen. Und zwar haben wir einmal den Pokéwalker, der mit einem zusätzlichen Teil noch kommt. Dann haben wir als zweites das Handbuch zum Pokéwalker. Und als drittes natürlich das Spiel an sich. So, zur Seite damit. Wir starten wie immer mit dem Spiel. Das ist das Pokémon Golden Edition Heart Gold. Also es ist im Prinzip das Spiel von damals, nur eben ja etwas aufgehübscht im Remake. Ansonsten von der Thematik oder generell so von den ganzen Erlebnissen und von der ganzen Story ist es das Original aus dem Jahr 2001. So, auf der Seite beschriftet. Auf der Rückseite lesen wir wieder den Text, den wir schon von der Box kennen. Infos, Barcode, okay. Wir schauen rein. Hier gibt es auch nochmal Anleitungen. Also einerseits zum Nintendo DS an sich, dann hier irgendwie verschiedene Ausführungen und dann hier nochmal so ein kleines Gesundheits- und Sicherheitsmanual. So, dann das Spiel an sich ist hier. Holen wir gleich mal raus. So, also, so sieht es aus, passenderweise in Gold gehalten. Das ist die Rückseite. Packen wir wieder rein. So viel zum Spiel. Dann haben wir als nächstes das Booklet bzw. die Bedienungsanleitung zum Pokéwalker. Die ist sehr umfangreich, liegt aber auch an den verschiedenen Sprachen. Also hier haben wir es, sind ohne Ende Sprachen angeboten. Genau, hier haben wir es. Also Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Suomi und Norwegisch, wenn ich das jetzt richtig deute. Also Deutsch wären dann in diesem Fall 18 Seiten hier für uns relevant. Da kriegt man einfach kurz so mitgeteilt, wie das mit dem Pokéwalker so funktioniert, wie der zu bedienen ist, was der so für Funktionen mit sich bringt, wie man ihn mit dem Nintendo DS verbindet und. All das kann man hier nachlesen. So, und dann haben wir den Pokéwalker. Der kommt hier. So. Das ist das Ding, sieht aus wie so ein kleines Tamagotchi in Pokéball-Optik mit Rot und Weiß. Dann haben wir hier noch drei Tasten. Der ist jetzt hier noch so
Original. Also das sind sogar hier noch die Batterien oder generell hier so die Energie quasi versiegelt. Das müsste man noch entfernen. Hier hinten lesen wir wieder Nintendo Made in China. Grüße gehen raus. Und wir haben hierfür zwei Aufsätze. Das ist jetzt der reguläre, aber wir haben natürlich auch den hier mit diesem Clipser. Da kann man ihn dann zum Beispiel an die Hose, an den Gürtel irgendwie dran machen. Einfach hier dieses Schräubchen abdrehen und dann kann man hier diesen Aufsatz austauschen. Und ansonsten, ja, also man hat hier dann die Möglichkeit, ähnlich wie bei Pokémon Go, Pokémon mit diesem Pokéwalker mit sich zu tragen und auch dann wie so ein Schrittzähler die Möglichkeit, über die getätigten Schritte dann Erfahrungspunkte und irgendwelche Belohnungen zu verdienen und auch das Ganze dann natürlich zu übertragen auf den Nintendo DS. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Pokéwalker samt Aufsatz. Dann das Handbuch hier zum Pokéwalker. Und natürlich das Spiel an sich, Pokémon Golden Edition Hardgold. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Edition Pokémon Hardgold für den Nintendo DS. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Pokémon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.